guten Tag, mein Name ist Andrea Meyer. Ich bin Neurologin und Oberärztin an der Uniklinik Aachen in der autonomes Nervensystemambulanz und beschäftige mich schon viele Jahre mit dem Thema autonome Neuropathien und dort auch dem posturalen orthostatischen Tachykardiesyndrom. Und heute geht es darum, wie kann man das POTS erkennen und behandeln? Ich zeige hier einmal meine Interessenkonflikte, das ist immer wichtig vor so Präsentationen. Und steige dann direkt ein ins Thema POTS im Alltag der Betroffenen, denn ich glaube, dieser Slide drückt vielleicht für den einen oder anderen aus, was er schon erlebt hat, dass er zu Ärzten geht, die POTS vielleicht gar nicht kennen oder dass er zu Ärzten kommt, die POTS schon mal gehört haben und dann sagen, ich glaube gar nicht so richtig an POTS. Oder aber man hat die Diagnose und hat dann aber keine ÄrztInnen, die sich zutrauen, das Ganze zu therapieren. Und deswegen dient ja auch diese Vorstellungsreihe, um Informationen zu liefern zu Diagnostik und Therapie. Denn es sind je nach Quelle ca. 300.000 bis 3 Millionen Menschen in den USA an POTS betroffen. Andere Quellen geben Zahlen zwischen 500.000 bis 3 Millionen an. Und für Deutschland haben wir keine genauen Daten. Die geschätzte Prävalenz liegt etwa bei 0,2 bis 1% in den USA. Deswegen gehen wir in Deutschland davon aus, dass vielleicht so 160.000 Betroffene da sind. Das wäre zum Beispiel bei einer Stadt mit 600.000 Einwohnern ungefähr 1.200 Betroffene. Das heißt, die Erkrankung ist nicht selten. Das Syndrom ist etwas, was jeden treffen könnte. Und es ist wichtig, es zu diagnostizieren, damit man dann auch schnell eine Therapie erhält. Ich möchte das Ganze so gliedern, erst einmal zu beschreiben, was ist POTS überhaupt, wer ist häufig betroffen und was ist denn das autonome Nervensystem, wie äußert sich eine Erkrankung, welche Fragen sind wichtig bei der Diagnose einer Erkrankung des autonomen Nervensystems und was davon ist dann typisch für POTS und wie lässt es sich weiter unterteilen. Wie lässt sich dann das POTS auch sicher diagnostizieren, auch im ambulanten Setting bei den niedergelassenen KollegInnen? Und welche Differentialdiagnosen sind wichtig, auch im Hinblick auf die Therapie? Ich habe auch einen kleinen Fall dabei und werde dann noch mal was zur Therapie sagen und auch ein, zwei Aussichten für die Zukunft. Was ist POTS überhaupt? Das posturale orthostatische Tachykardiesyndrom ist ein Syndrom, bei dem es zu einem deutlich beschleunigten Herzschlag kommt, bedingt durch eine aufrechte Körperhaltung. Es ist eine Erkrankung des autonomen Nervensystems und die Kriterien für die Diagnose POTS bestehen daraus, dass die Herzfrequenz beim Übergang vom Liegen zum Stehen innerhalb der 10-minütigen Stehzeit um mehr als 30 Schläge pro Minute anhaltend ansteigt, wobei sich der Blutdruck dabei nicht ändert oder aber auch die Herzfrequenz dauerhaft über 120 Schläge pro Minute ist. Und es gibt lageabhängige und gegebenenfalls auch lageunabhängige Symptome. Wichtig ist auch, dass die Symptome seit mehr als 3 Monaten bestehen. Also vorübergehende Kreislaufstörungen sind kein POTS. Das ist auch wichtig zu wissen. Es gibt verschiedenste Auslöser, seien es bestimmte Erkrankungen, hier zu nennen die Infektionserkrankungen, beispielsweise auch das Covid-Syndrom, dann Operationen, Schwangerschaften, Blutverlust und andere. Die Ursachen genau sind in der Erforschung. Es wird vermutet, dass es autoimmune oder auch nervale Mechanismen gibt. Da gibt es verschiedene Theorien und das alles aufzuführen ist zu viel. Wichtig ist, es wird in dem Bereich geforscht. Wer ist denn jetzt überhaupt betroffen? Hier auf der Grafik sieht man das Alter von Betroffenen beim Einsetzen der POTS-Symptome. Insgesamt kann man sagen, dass die Betroffenen meistens zwischen 12 bis 50 Jahre alt sind. Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer im Verhältnis von etwa 4 zu 1. Das ist auch das, was ich bei mir in der Ambulanz so sehe. Es gibt einen Zusammenhang mit dem weiblichen Zyklus und hormonellen Schwankungen. Und in 20 bis 50% der Fälle tritt das POTS nach Virusinfektionen auf und es kann dann akut, aber auch subakut auftreten. Das autonome Nervensystem ist sehr komplex und ich möchte da auch gar nicht ins Detail eingehen. Aber ein bisschen sollte man verstehen, was passiert im autonomen Nervensystem und was hat das Ganze mit POTS zu tun. Wir haben 2 sehr wichtige Anteile. Das ist der sogenannte Sympathikus. Das nennen wir auch immer Fight-and-Flight-Mechanismus. Das heißt, wenn wir im Stress sind, wird der Sympathikus aktiver. Und dann haben wir den Parasympathikus, der Teil, der Rest and Digest heißt. Also man entspannt, man verarbeitet und soll zur Ruhe kommen. Wichtig ist bei der Übertragung von Impulsen, von Nerven, vom zentralen Nervensystem, also vom Gehirn und vom Rückenmark, zu den peripheren Endorganen. Da gibt es sogenannte Ganglien und diese Ganglien sind Umschaltstellen für die Nerven, die vom Nervensystem
umgeschaltet über die Ganglien dann zu den Endorganen laufen und das autonome Nervensystem funktioniert in unserem Körper, ohne dass wir das bewusst steuern können. Dauerhaft ist es aktiv und dabei spielen der Sympathikus und der Parasympathikus, die gemeinsam miteinander agieren, eine wichtige Rolle. Vor diesen Ganglien des Sympathikuses, da gibt es halt die Nerven, die aus dem Nervensystem austreten. Das Ganze erfolgt im Bereich der zervikalen Wirbel und der Lendenwirbel. Das sind sehr kurze Nerven und der wichtige Botenstoff in dem Bereich, den man auch als Patient vielleicht kennen sollte, ist das Acetylcholin. Beim Sympathikus hat man diese Ganglien, also die Umschaltstellen entlang der Wirbelsäule. Und von den Ganglien aus gehen dann sehr lange Nerven bis zum Endorgan. Und da ist der Hauptbotenstoff das Noradrenalin. Eine Ausnahme bilden die Schweißdrüsen, da haben wir Acetylcholin. Und Botenstoff bedeutet, das ist ein Stoff, der dafür sorgt, dass bestimmte Endorgane, bestimmte Rezeptoren aktiv werden und dann zum Beispiel die Steigerung der Herzfrequenz eingeleitet wird. Dann haben wir den Parasympathikus, das ist der Teil, der für die Ruhe und Entspannung zuständig ist. Dieser wird oder entspringt im menschlichen Körper aus vier verschiedenen Hirnnerven. Dazu zählt auch der Nervus vagus, der dann unsere ganzen inneren Organe versorgt. Und dann haben wir noch einen Ursprung im Kreuzbeinbereich, also in der unteren Wirbelsäule. Diese Nerven sind sehr lang. Der Botenstoff ist genauso wie beim Sympathikus erstmal das Acetylcholin. Und dann hinter den Ganglien, wo die Nerven dann noch ganz kurz zum Endorgan sehen, da haben wir als Botenstoff auch das Acetylcholin. Was man also sieht, ist, es gibt zwei sehr wichtige Botenstoffe. Das eine ist das Acetylcholin, das einen sehr großen Faktor spielt. Und dann beim Sympathikus noch das Noradrenalin, was man als POTS-Patient vielleicht dann auch schon mal hört. Dann haben wir noch das Darmnervensystem. Das sind bestimmte Geflechte an Ganglien von der Speiseröhre bis zum Schließmuskel. Auch dort ist der Botenstoff Acetylcholin, aber auch noch einige andere. Was passiert jetzt, wenn man Störung des autonomen Nervensystems hat, wie das auch beim POTS sein kann? Man hat verschiedene Beschwerden. Und zwar, wie schon gesagt, umfasst das autonome Nervensystem alle Bereiche des Körpers, die gesteuert werden. Dazu zählen die Augen. Wenn es nicht richtig funktioniert, kann es sein, dass die Pupillen beispielsweise sehr weit sind, nicht so schnell eng werden und man ein vermehrtes Blendungsempfinden hat. Dann gibt es die kleinen Nervenfasern. Wenn die gestört sind, dann geht es mit Brennen, mit Kribbeln, Ameisenlaufen, Taubheitsgefühle oder Krämpfen einher und man fühlt sich unsicher bei der Fortbewegung. Das sind auch Beschwerden, die manche Patientinnen mit POTS durchaus haben und berichten. Dann haben wir die Schweißdrüsen, die werden besteuert und wenn da die Steuerung nicht funktioniert, dann schwitzt man entweder zu viel oder zu wenig oder man hat sehr trockene Haut, man hat sehr kalte Hände oder Verfärbungen der Hände oder der Venen an den Beinen. Und wenn die Drüsen nicht richtig funktionieren, dann ist die Haut sehr trocken, der Mund und auch die Genitalien. Im Magen-Darm-Bereich kann es zu Verstopfung, aber ebenfalls zu Durchfällen kommen, je nachdem, welcher Botenstoff besonders aktiv ist oder welches Nervensystem besonders aktiv. Es kann zu Schluckstörungen kommen, Übelkeit, Erbrechen und Völlegefühl, wenn das Nervensystem nicht richtig funktioniert. Und dann ist der Kreislauf, und das ist ja häufig die Beschwerde, die den POTS-Patienten als erstes zum Arzt führt, das ist Schwindel, Ohnmacht, Herzrasen, Kraftlosigkeit im Stehen, Schwäche, Müdigkeit, Fatigue und Konzentrationsstörung, die dann bedingt sind durch Kreislaufstörung. Und wir haben noch die Harnblase als wichtiges Organ. Auch hier ist es so, dass es zu unregelmäßigen oder erschwerten Blasenentleerungen kommen kann, zu Inkontinenz oder zu häufigen Wasserlassen und Nyktorie. Und ein Bereich, der auch relevant ist, ist die Sexualität. Das ist ein Bereich, wo oft gar nicht so gerne drüber gesprochen wird. Aber eine verminderte Libido oder auch Erektionsstörungen können Ursache sein. Also eine Ursache kann dafür eine autonome Neuropathie sein. Man sieht also, bei den Störungen des autonomen Nervensystems ist es sehr divers und sehr komplex. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum es für viele schwierig ist, die ganzen Symptome zusammenzubringen und zu bemerken, dass vielleicht eine Ursache das POTS ist und dieses assoziiert mit weiteren anderen Störungen. Das heißt, wenn wir PatientInnen haben bei uns in der Praxis, dann sollte man konkret nach Störung des autonomen Nervensystems fragen. Wichtige Fragen dabei sind immer Schwindel oder Ohnmacht, vor allem nach dem Aufrichten oder im Stehen, also die Lageabhängigkeit. Gibt es Probleme beim Wasserlassen? Gibt es Probleme beim Stuhlgang? Gibt es Schwierigkeiten beim Schlucken? Gibt es Schmerzen in Händen und Füßen? Und ich habe mir angewöhnt, wenn mindestens eine dieser Fragen mit Ja beantwortet wird,
dann lohnt es sich, eine weitere gezielte vegetative, also das Nervensystem, das autonome Nervensystem betreffende Befragung durchzuführen und gegebenenfalls auch weitere Diagnostik einzuleiten. Sehr spezielle Fragen, um das Ganze dann besser zu verstehen, sind bei den Kreislaufstörungen dann noch die Frage, gibt es eine lageabhängige Beschwerde oder sind es auch lageunabhängige Symptome, die der Betroffene hat? Gibt es bestimmte Auslöser wie vorausgegangene Infekte, Operationen oder Traumata? Wie ist der Verlauf der Beschwerden? Ist das Ganze ganz akut aufgetreten oder ist es subakut, das heißt so langsam schleichend? Ist es progredient und wird schlechter oder gibt es auch einen wellenförmigen Verlauf, bei dem es mal gute und mal schlechtere Phasen gibt? Ganz relevant sind natürlich die Vorerkrankungen zu erfragen, denn PatientInnen mit Hypermobilität, also mit dem sogenannten Ehlers-Danlos-Syndrom, haben sehr viel häufiger Störungen des autonomen Nervensystems. Hier ist dann auch wichtig zu fragen nach Veränderungen der inneren Organe, wie so Hernien, also Vorwölbung von Organen, Blutungen, Wundheilungsstörungen, die auf eine Bindegewebserkrankung hindeuten können. Dann aber auch nach autonomen neurologischen anderen Erkrankungen wie dem Parkinson-Syndrom, Polyneuropathien, also Erkrankungen der großen Nerven und Autoimmunerkrankungen. Sehr viele Menschen haben Schilddrüsenerkrankungen wie die Hashimoto-Schilddrüsenentzündung oder sehr seltene Erkrankungen wie das Sjögren-Syndrom, die häufig auch mit autonomen Neuropathien assoziiert sind. Die Familienanamnese ist wichtig, um zu erfassen, ob in der Familie die Erkrankung vielleicht gehäuft vorkommen, es dort eine Häufung gibt und da vielleicht genetische Ursachen. Die Sozialanamnese ist wichtig, um zu wissen, was beeinträchtigt den Patienten denn stark, wo bestehen Defizite, wie lässt sich Arbeit und Berufsleben mit den Erkrankungen weiterführen. Und natürlich relevant zu wissen, was ist an bisherigen Untersuchungen erfolgt, Langzeitblutdruck, Langzeit-EKG, Herzultraschall, das UKG ist der Herzultraschall, Labore oder ist auch schon ein Stehtest erfolgt, um zu erfahren, wie das autonome Nervensystem funktioniert. Und eine relevante Sache sind auch Medikamente. Die hier aufgeführten Medikamente sind eine Auswahl derer, die ein POTS auslösen können. Also das sollte immer erfragt werden und es lohnt sich manchmal schon, an den Medikamenten etwas zu ändern, um Beschwerden zu lindern. Weitere spezielle Fragen habe ich hier mal aufgeführt. Das werde ich aber jetzt nicht so genau und detailliert durchgehen. Ich möchte einfach nur eine Auswahl zeigen von Fragen, die dann nochmal ganz spezifisch auf die verschiedenen Organsysteme eingehen, die ich gerade auch schon genannt habe. Und wie Sie sehen, gibt es dann auch verschiedene Fragebögen, die man nutzen kann, um das Ganze einzuordnen. Beispielsweise auch die orthostatische Intoleranzskala oder den Malmö-POTS-Score, der im Englischen validiert ist und jetzt auch von uns ins Deutsche übersetzt worden ist. Und dann haben wir den Kompass 31-Skala zur Erfassung autonomer Neurosymptome, eine Skala, die auf Englischen, im Englischen entwickelt wurde und auch schon im Deutschen validiert wurde, um das Ausmaß von autonomen Beschwerden zu erfassen. Damit stellt man keine Diagnose, aber man kann sehen, wie stark Betroffene tatsächlich von den Beschwerden betroffen sind. Hier sieht man die beiden Publikationen zum Kompass 31. Es gibt bei dem Kompass 31, wie der Name schon sagt, 31 Fragen in 6 verschiedenen Domänen. Also diese Domänen beziehen sich einmal auf die Kreislauffunktion, auf die Gefäßfunktion, auf die Drüsenfunktion, die Magen-Darm-Funktion, die Blasenfunktion und die Augenfunktion. Dort werden dann verschiedene Werte zugetragen. Diese Rohwerte, die man einträgt, werden dann nochmal umgerechnet und am Ende gibt es einen Gesamtscore von 0, dass man gar keine autonomen Beschwerden hat, bis 100 maximale autonome Beschwerden. Daran kann man als Arzt oder Ärztin dann schon abschätzen, wie stark Patientinnen vielleicht betroffen sind und wie es ihnen damit geht und auch im Verlauf sehen, ob sich Beschwerden verbessern. Was sind denn jetzt typische Beschwerden bei POTS? Womit kommen denn die Patientinnen zu uns? Es gibt einerseits diese lageabhängigen Beschwerden, die nur in der aufrechten Körperhaltung auftreten. Dazu zählen die Benommenheit, der beschleunigte Herzschlag, das Gefühl, ohnmächtig zu werden oder fast ohnmächtig zu werden, also sogenannte Präsynkope, Schwindel, Kopfschmerzen, Brain Fog, das kennen viele, das Gefühl, dass sie nicht so richtig da sind wie Watte im Kopf, Sehstörung, Hitzewallung, Brustschmerzen, Schwächegefühl, aber auch Luftnot oder Übelkeit oder Zittern sowie Veränderung der Hautfarbe, vermehrte Schwitzen oder ein Gefühl der Ohnmacht. Das sind aber nicht alle Beschwerden, die Betroffene haben, sondern es gibt auch die lageunabhängigen Symptome, die ich gleich in der nächsten Folie noch zeige. Wichtig ist, bei allen Beschwerden, die können sich häufig verschlechtern durch Hitze, durch Anstrengungen, durch Mahlzeiten,
durch die Tageszeit betroffen haben meistens vormittags mehr Beschwerden als nachmittags, aber auch Sport oder Alkohol können Beschwerden auslösen. Dann haben wir die lageunabhängigen Symptome, die auch im Liegen auftreten können. Dazu zählen dann so Dinge wie Übelkeit, Blähungen, Verstopfungen, Müdigkeit, Blasenstörung, Sehstörung, Hauttrockenheit, also das gesamte autonome Nervensystem ist dort abgebildet, inklusive auch Migräne oder Konzentrationsstörung. Und wichtig ist bei den Beschwerden und bei der Anamnese auch immer nach Ursachen zu gucken. Was ist denn die Ursache für das POTS? Also beispielsweise hat der Betroffene einen Blutverlust gehabt oder eine Blutarmut? Gibt es eine Dekonditionierung, dass man vielleicht sehr lange im Bett gelegen hat und den Kreislauf wieder in Schwung bringen muss? Gibt es die Ehlers-Danlos-Syndrome oder andere Erkrankungen, die das POTS auslösen? Um den Schweregrad dann einzuschätzen, hatte ich eben schon erwähnt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es eine sehr grobe Skala, das ist die sogenannte orthostatische Intoleranzskala. Grad 0 bedeutet, man hat eine ganz normale orthostatische Toleranz und ist beschwerdefrei. Grad 1 ist dann, man hat selten oder bei erhöhtem orthostatischem Stress eine orthostatische Problematik, kann aber 15 Minuten frei stehen und ist im Alltag uneingeschränkt. Dann gibt es Grad 2 mit eingeschränkten Alltagsaktivitäten, Grad 3 ebenfalls mit eingeschränkten Alltagsaktivitäten, aber bei den meisten Gelegenheiten und das freie Stehen gelingt oft nur noch eine Minute. Dann haben wir Grad 4 mit anhaltenden orthostatischen Symptomen und die PatientInnen sind häufig rollstuhlpflichtig. Eine häufige Frage ist immer, habe ich einen bestimmten POTS-Subtyp, ja oder nein? Es wird in der Literatur sehr viel diskutiert über die verschiedenen Typen. Wir haben selber mal in unserer Ambulanz geschaut, wie viele bei 30 POTS-Patientinnen, was haben sie denn für einen Typ? Und man unterscheidet hier unter anderem zwischen einem Hyperadrenergen, wo sehr hohe Noradrenalinspiegel im Stehen bestehen, zwischen dem Neuropathischen, wo die kleinen Nervenfasern auch mit betroffen sind. Es gibt eine cholinerge Form, wo auch die Sudomotorik, also das Schwitzen, betroffen ist. Und es gibt noch andere Formen, auch durch Dekonditionierung oder Hypovolämie, die diskutiert werden, die man aber etwas schwieriger darstellen kann. Und was sich hier bei uns gezeigt hat in der Studie von sehr selektierten Patientinnen, das muss man schon sagen, weil wir ja nur schwer Betroffene sehen, ist, dass bei knapp der Hälfte der Betroffenen auch eine Veränderung in den kleinen Nervenfasern der Haut auftritt und man das als sogenannte Small-Fiber-Neuropathie bezeichnet. Und das sollte man auch dann wissen beim POTS, weil das nämlich so Beschwerden wie Missempfindung, Kribbeln und Brennen der Hände und Füße erklären kann. Ganz neu ist jetzt auch eine Einteilung des Schweregrads beim POTS. Das ist der sogenannte MAPS, der Malmö-POTS-Score. Der ist von Kollegen aus Schweden entwickelt worden, um Arthur Fedorowski und sein Team. Dieser Score ist dafür da, das aktuelle Beschwerden bei POTS zu beschreiben. Es gibt ein Set an Fragen, die 12 verschiedene Symptome abfragt. Und ein Schweregrad von 0 bis 10 kann angekreuzt werden. 0 heißt, man hat gar keine Beschwerden und 10 bedeutet, man hat maximale Beschwerden. Und dann kann man relativ schnell die Summe zusammenziehen. Und wofür ist der MAPS sinnvoll? Der ist nicht dafür da, eine Diagnose zu stellen, aber er kann helfen, zum Beispiel, wenn man Therapien beginnt oder wenn man auch Studien in Zukunft durchführt, um zu schauen, gibt es denn Veränderungen, geht es den Patientinnen vielleicht besser oder schlechter unter bestimmten Therapien. Wir versuchen das jetzt auch im Alltag immer mehr zu integrieren und vor allem auch eine deutsche Validierung herzustellen, sodass wir dann langfristig auch eine deutsche Version haben. Doch wie sichert man jetzt die Diagnose? Wir haben jetzt ganz viel gesprochen über die Orthostase-Anamnese, also zu schauen, was hat man für Beschwerden? Aber jetzt müssen wir das Ganze ja auch objektivieren. Das heißt, in der Medizin müssen Tests durchgeführt werden, um zu sagen, ja, der Betroffene hat Beschwerden und das lässt sich auch nachweisen. Und da dient typischerweise die Provokation durch Orthostase, also durch aktives Stehen oder durch passives Stehen, das heißt angelehnt an eine Wand, oder durch einen Kipptisch, wo man wirklich mit dem Kipptisch aufgerichtet wird und für mindestens 10 Minuten steht. Das Ganze sollte, wenn immer möglich, standardisiert durchgeführt werden, denn wir möchten wissen bei der Diagnosesicherung, ob eine rein neurogenbedingte Kreislaufstörung vorliegt, unabhängig davon, ob der Betroffene gerade Medikamente genommen hat, gegessen hat oder Sonstiges. Das heißt, wir führen bei uns und empfehlen auch die Untersuchung immer vormittags durchzuführen, wenn die Beschwerden am stärksten sind, vorher keine Medikamente einzunehmen, um die Auswirkungen von Medikamenten auf das Testergebnis
zu reduzieren. Bei uns im Labor setzen wir die Medikamente 48 Stunden vorher ab, damit man wirklich kaum Auswirkungen hat auf den Kreislauf. Man sollte nüchtern die Untersuchungen durchführen, also kein Tee, kein Koffein, kein Frühstück zu sich nehmen, auch keine Kompressionskleidung tragen, weil die soll ja gerade die Beschwerden verhindern. Und 10 Minuten vorher wirklich passiv entspannt liegen, am besten länger, um das Nervensystem erstmal zu akklimatisieren. Wenn dann der Test unauffällig ist, aber man trotzdem im Alltag viele Beschwerden hat, dann lohnt es sich durchaus auch den Test mal in den Bedingungen durchzuführen, in denen man Beschwerden hat, beispielsweise nach dem Essen oder nach Medikamenteneinnahme, weil dann kann man herausfinden, ob man vielleicht eine medikamenteninduzierte oder durch andere Dinge induzierte Kreislaufsymptomatik hat. Was wir im Moment in unserem Labor auch machen, ist, wir versuchen und haben zusammen mit den Kolleginnen aus der TU in München eine Orthostase-Anamnese entwickelt, also den Versuch, die ganzen Beschwerden, die beim POTS auftreten, in einen standardisierten Fragebogen zusammenzufassen. Und hier ist so ein kleiner Ausschnitt daraus. Da fragen wir bestimmte Symptome ab, die bei POTS typisch sind anhand der aktuellen Literatur. Und unser Ziel ist es langfristig, dass jede Ärztin in Deutschland es schaffen kann, mit der Orthostase-Anamnese als Unterstützung und einem Stehtest Patientinnen die Diagnose auch zu sichern, damit eine Therapie schnell beginnen kann. Der 10-minütige passive Stehtest, der kann dann in jeder Praxis durchgeführt werden. Selbst zu Hause kann man den Test durchführen, wenn man sich vielleicht assistieren lässt. Man sollte sich vorher hinlegen, wie wir das gerade besprochen haben, und dann im Stehen und im Liegen Herzfrequenz und Blutdruck über jede Minute aufzeichnen. Und dann erkläre ich gleich nochmal anhand des Beispiels, wie man den Test dann interpretieren kann. Mit diesen Daten kann man dann die Diagnose posturales Tachykardie-Syndrom stellen, wenn die Herzfrequenz über 30 Schläge pro Minute anhaltend ansteigt. Bei der körperlichen Untersuchung habe ich jetzt hier auch nochmal ein Bild mitgebracht von einer Betroffenen, die sogenannte piezogene Papeln hat im Rahmen von Bindegewebserkrankungen. Was ist eine piezogene Papel? Das ist das, was man hier am Fuß sieht. Das hier ist ein Fuß, hier vorne sind die Zehen auf der rechten Seite, hinten ist die Hacke. Und was man sieht, ist, dass hier in dem Bild so Fettgewulste sind, die beim Stehen sichtbar sind. Und das sind sogenannte piezogene Papeln. Das heißt, bei der körperlichen Untersuchung, wenn man den Patienten sich auch ausziehen lässt, kann man sowas sehr gut sehen. Genauso wie man bei der Untersuchung unbedingt auch auf die Beine schauen sollte, gibt es einen Farbumschlag im Stehen. Also werden die Beine, verfärben die sich, das sogenannte venöse Pooling. Oder gibt es Dehnungsstreifen auf der Haut? Ist die Haut vermehrt dehnbar? Gibt es Blutergüsse? Gibt es Narben, die nicht gut geheilt sind, was auch auf Bindegewebserkrankungen schließen lässt? Gibt es einen Flush, also eine Hautrötung, die auftritt, auch manchmal attackenweise, als Hinweis auf ein sogenanntes Mastzellaktivierungssyndrom? Ist die Haut sehr trocken oder gibt es eine veränderte Schweißbildung? Und dann ist neben der internistischen Untersuchung, die jede Ärztin ja durchführen können sollte, auch die neurologische Untersuchung wichtig. Und da sollte man auf die Reflexe achten als Hinweis dafür, dass es vielleicht eine Erkrankung der großen Nervenfasern gibt, eine sogenannte Polyneuropathie. Und vor allem dann auch die Sensibilität, also das Gefühl prüfen, Temperatur, Vibrationsempfinden, Lageempfinden und Schmerzempfinden. Und sich auch die Haut angucken, ob die verändert ist. Und die Pupillen, also die Augen, um zu schauen, gibt es da Veränderungen. Und mit dieser Untersuchung und der Anamnese und dem Stehtest kann man dann schon sehr gut eine Diagnose stellen. Wie sieht also das diagnostische Workout dann bei POTS aus? Und das finde ich relevant, nochmal hier auch zu betonen. Jeder kann ein POTS diagnostizieren, wenn man sich an diese Schritte hält. Das heißt, die Diagnosestellung kann beim Kardiologen, beim Internisten, beim Hausarzt oder Neurologen erfolgen, indem die Orthostase-Anamnese durchgeführt wird, also das, was wir eben schon besprochen haben, indem ein standardisierter Stehtest durchgeführt wird, aktiv oder passiv, eine gute körperliche Untersuchung erfolgt, ein Ruhe-EKG, um auszuschließen, dass die Ohnmacht oder die Schwindelgefühle kardiale Ursachen haben, also durch Herzrhythmusstörungen bedingt sind. In unklaren Fällen oder wenn man Herzgeräusche hört, sollte man auch einen Herzultraschall durchführen und auch ein Langzeit-EKG. Und dann ist immer wichtig, ein Basislabor zu haben mit Blutbild, mit Elektrolyten, Leber, Nieren und Schilddrüsenwerte.
Und wenn das alles also wenn das Basislabor unauffällig ist und es keinen Anhalt gibt dafür, dass es kardiale Ursachen hat, dann kann man schon relativ sicher die Diagnose POTS stellen und vor allem die Therapie beginnen, die ich auch nachher noch erklären werde. Je nach Begleitbeschwerden bietet es sich dann schon an, nochmal weitere Ursachensuche zu machen. Da besteht in Deutschland die Schwierigkeit, dass es weniger Anlaufstellen gibt. Und man muss dann gut mit dem Hausarzt besprechen, welche und wann Untersuchungen notwendig sind. Wann machen wir noch zusätzlich Langzeitblutdruck, Langzeit-EKG und Herzultraschall oder auch weitere Laboruntersuchungen, die vielleicht einen Vitamin B12 oder einen Folsäuremangel oder einen Diabetes ausschließen sollten oder andere entzündliche Erkrankungen. Das hängt immer ab von den Begleitbeschwerden, die man hat. Auch die Frage, wann macht man ein MRT vom Kopf beispielsweise oder ein Ultraschall vom Bauch oder gewisse Nervenmessungen, hängt dann immer vom klinischen Befund ab. Und auch die Frage, ob es sich lohnt, eine sehr spezielle autonome Diagnostik zu machen, inklusive Schweißtestung und sensorischer Testung, hängt immer von den Beschwerden ab, die beim Neurologen oder Internisten gestellt worden sind und besprochen worden sind. Auch die Frage, ob eine genetische Diagnostik sinnvoll macht, hängt davon ab und ist längst nicht bei allen Betroffenen notwendig. Also die Spezialdiagnostik bei POTS wäre beispielsweise das, was wir ja bei uns im Labor auch durchführen, eine sehr dezidierte autonome Funktionsdiagnostik, das heißt eine Kiptisch-Untersuchung, bei der auch die Herzfrequenzvariabilität genau getestet wird, Möglichkeiten, einen Schirmer-Test durchzuführen und zu schauen, ob es sehr trockene Augen gibt oder einen Schweißtest, um zu schauen, ob das Schwitzen reduziert ist, Noradrenalin-Messungen im Liegen und Stehen, um den POTS-Typ genauer einzuordnen, und Speziallabor mit bestimmten Antikörpertestungen oder auch eine quantitative sensorische Testung, das sage ich gleich noch was zu, oder eine Hautbiopsie. Das sind alles Spezialuntersuchungen, die längst nicht jeder Patient benötigt, aber in gewissen Fällen manchmal sinnvoll sind. Die Frage ist auch immer, ist es denn ein POTS oder ist es ein anderes Syndrom der orthostatischen Intoleranz? Denn nicht jede Kreislaufstörung ist ein POTS, wie man auch schon an der Diagnose erkennen konnte. POTS bedeutet ja, wir haben den anhaltenden Herzfrequenzanstieg um mehr als 30 Schläge pro Minute oder eine Herzfrequenz anhaltend über 120 ohne eine sogenannte orthostatische Hypotonie und wir haben orthostatische Beschwerden. Was ist denn im Gegenzug dazu eine orthostatische Hypotonie? Orthostatische Hypotonie bedeutet, dass der Blutdruck während 3 Minuten Stehzeit um mehr als 20 mm Hg systolisch oder 10 mm Hg diastolisch abfällt. Das heißt, wenn man den Stehtest durchführt und dann aber der Blutdruck stark abfällt, dann spricht man von einer orthostatischen Hypotonie, wenn dabei auch Beschwerden sind. Und dann gibt es auch viele Patientinnen, die haben Beschwerden, aber weder eine orthostatische Hypotonie, ein POTS. Und dann muss man sagen, besteht keine schwere Störung der Kreislauffunktion, keine autonome Neuropathie, die sich in der kyptischen Untersuchung nachweisen lässt oder im Stehtest. Und dann sprechen wir im Moment von posturalen Symptomen ohne Tachykardie, weil die Kriterien für POTS und OH nicht erfüllt sind. Es gibt aber trotzdem Beschwerden und die kann man in vielen Fällen dann auch genauso symptomatisch behandeln und angehen, damit es einem besser geht. Welche Erkrankungen hängen oft mit POTS zusammen? Auch dazu wurden sich schon viele Gedanken gemacht. Ich sehe natürlich in der Ambulanz immer viele verschiedene Patientinnen und hier gibt es einen großen Survey, also eine große Umfrage, in der mal geschaut wurde, was haben Betroffene denn für Erkrankungen und auch was für Beschwerden. Und was hier auffällt, sind die Bindegewebserkrankungen, die bei 25% der Betroffenen aufgetreten sind. Dann haben wir die Mastzellaktivierungssyndrome, vielleicht hat das auch der ein oder andere schon mal gehört, ungefähr bei 9%. Da hat man dann sehr starke Neigung zu Allergien, massive Magen-Darm-Beschwerden oder auch Hautveränderungen. Und dann haben wir die Autoimmunerkrankung und da sieht man, dass viele POTS-Patientinnen auch Autoimmunerkrankungen haben und dort vorangehend die Schilddrüsenerkrankungen. Ich habe schon mehrmals erwähnt, dass auch die sogenannte Small-Fiber-Neuropathie eine Rolle spielt. Was ist das denn genau? Eine Small-Fiber-Neuropathie ist eine Erkrankung, bei der die kleinen Hautnerven, die kleinen Nervenfasern in der Haut betroffen sind. Nicht die großen Fasern, die für Gefühl und Motorik verantwortlich sind, sondern die kleinen Nervenfasern, die für Schmerz und Temperaturempfinden verantwortlich sind. Und das äußert sich dann in klassischen klinischen Beschwerden wie Brennschmerzen, Taubheitsgefühlen, Kribbelgefühlen, die ich eben schon genannt habe, in Zusammenschau mit einem klinischen Untersuchungsbefund, bei dem diese Veränderungen augenscheinlich werden
Und dann gibt es zwei Spezialuntersuchungen, die aber auch nur in bestimmten Zentren zur Verfügung stellen und auch nicht unbedingt immer notwendig sind. Aber ich möchte sie trotzdem einmal nennen, denn das ist die sogenannte quantitative sensorische Testung, die QST-Untersuchung, wo, wie hier in diesem Beispiel, an der Hand, aber auch am Fuß mit einer Thermode geschaut wird, wie ist das Temperaturempfinden an der Hand und am Fuß und gibt es dort Auffälligkeiten. Und das andere ist die Hautbiopsie, bei der oben am Oberschenkel und unten am Unterschenkel eine standardisierte kleine Hautstanze entnommen wird, um zu schauen, ob eine Veränderung und Untergang der kleinen Nervenfasern bestehen und ob die nur am Unterschenkel sind, also längenabhängig oder aber nicht längenabhängig. Das bedeutet auch am Oberschenkel vorhanden sind. Und das sehen wir auch laut unseren eigenen Daten zufolge bei einigen Patientinnen mit POTS, aber auch mit anderen autonomen Neuropathien. Nach dem ganzen Theoretischen möchte ich einmal einen Fall vorstellen, damit man sich das Ganze noch ein bisschen besser vorstellen kann. Wir haben hier eine 29-jährige Patientin in dem Fall. Die hatte einen Infekt mit einer Mandelentzündung und danach war sie bettlägerig und hatte immer beim Aufstehen Schwindel. Sie hatte Schwächegefühle, sie hatte Übelkeit und einen hohen Puls beim Aufstehen, ist auch zweimal ohnmächtig geworden und auch nach dem Essen war ihr sehr oft übel. Auch beschrieb sie in der erweiterten Anamnese dann Missempfindungen und brennende Schmerzen in den Beinen. Und das Ganze besserte sich aber zum Glück mit der Zeit. Aber im Gespräch bestand noch anhaltender Schwindel und Missempfindung. Wenn wir jetzt nochmal zurückdenken, haben wir quasi ein Nachinfekt, akut aufgetretenes Beschwerdesyndrom, das sich aber im Verlaufe der Zeit bessert und mit klaren lageabhängigen Beschwerden einhergeht und gleichzeitig auch Missempfinden und brennende Schmerzen, die uns einen Hinweis geben, dass vielleicht auch eine autonome Small-Fiber-Neuropathie vorliegen kann. Und wir haben nicht nur die Kreislaufbeschwerden, sondern auch Übelkeit als weiteres autonomes Symptom. Ein Vordiagnosen haben wir Herzrasen bereits seit der Kindheit. Auch da hat sie immer schon mal wieder Herzfrequenzen bis 140 gehabt im Langzeit-EKG, also war immer schon mal beim Arzt wegen so Herzrasen. Herzultraschall, Nervenmessung, MRT vom Kopf waren aber unauffällig. Das ist natürlich durchgeführt worden wegen der Missempfindung. Da wollte man wissen, okay, hat das eine neurologische Ursache? Gibt es eine Neuropathie der großen Nervenfasern? Deswegen wurden Nervenmessungen und MRT durchgeführt und der Herzultraschall halt wegen der Beschwerden. In der neurologischen Untersuchung ist mir dann aufgefallen, dass die Pupillenreaktion reduziert war. Das heißt, da besteht auch im Auge eine leichte autonome Neuropathie. Und in der Untersuchung waren das Temperatur- und das Schmerzempfinden an den Füßen und an den Händen reduziert. Das heißt, Hinweise für eine Small-Fiber-Neuropathie, sowohl klinisch anhand der Beschwerden der Patientin als auch anhand der neurologischen Untersuchung. Und das ist der Kipptisch der Patientin. Ich erkläre hier einmal, was man sieht. In einem Schellung-Test, also einem Stehtest, ist das Ganze oft analog dargestellt, nur dass die Werte nicht hier wie beim Kipptisch so kontinuierlich gemessen werden. Man sieht in Rot dargestellt die Blutdruckwerte hier vorne bis zu der grünen Linie. Die grüne Linie, die von oben nach unten durchgeht, ist die Linie, wo der Patient vom Liegen ins Stehen aufgerichtet wird. Und danach beobachten wir weiter Blutdruck- und Herzfrequenzwerte. Der obere Blutdruckwert, dieser hier, ist der systolische ganz oben und der untere rote Wert ist der diastolische Blutdruckwert. In der Mitte, die helle Linie, ist der mittlere Blutdruck, der auch gemessen wird. Und das, was uns für das POTS natürlich relevant erscheint, ist das Grüne. Das ist die Herzrate, die man dort sieht. Und was fällt uns hier auf? Wir haben im Liegen eine Herzfrequenz um die 70 pro Minute. Und dann im Stehen eine Herzfrequenz bis 137 pro Minute. Also einen eindeutigen und anhaltenden Anstieg der Herzfrequenz beim Übergang vom Liegen zum Stehen. Und als wir Noradrenalinmessungen durchgeführt haben und auch anhand des Blutdrucks, der hier ansteigt im Stehen, sehen wir, dass ein sogenanntes hyperadrenerges POTS vorliegt. Und anhand der Beschwerden und der daran auch noch ergänzten QST-Messung und Hautbiopsie gab es eine Small-Fiber-Neuropathie und das Ganze ist autoimmun getriggert nach Infekt und wurde dann symptomatisch behandelt, indem die Patientin aufgeklärt worden ist und wir sie begleitet haben und sie sich unter der Therapie und mit Abstand zu dem Trigger dann auch im Laufe der Zeit besser gefühlt hat. Was ist denn jetzt die Therapie beim POTS? Ich habe hier als Beispiel unser Übungsprogramm von dem ANS-Ambulanz-Übungsprogramm mal mit aufgeführt. Es gibt aber auch online gute Übungsprogramme und man kann sich da mit seinem Physiotherapeuten gut beraten. Wir wissen, dass ungefähr 50% der jungen Erwachsenen innerhalb von 1 bis 3 Jahren eine Besserung der Beschwerden haben.
Und wir wissen, dass wichtig ist, erstmal Medikamente anzupassen. Das heißt, wenn es Medikamente gibt, die jemand einnimmt, die die Herzfrequenz steigern oder das Blutvolumen reduzieren, sollte man die erstmal anpassen. Wenn es Eisenmangel, Vitaminmangelzustände gibt, Diabetes oder andere Grunderkrankungen, die aufgefallen sind, sollte man die auch behandeln. Dann ist aber wichtig das Training der Bein- und Bauchmuskulatur. Denn nur durch das Training der Beine und der Bauchmuskulatur wird verhindert, dass im Stehen dauerhaft das Volumen des Blutes in die Beine versackt oder in den Bauchbereich und der Kreislauf wird trainiert, sodass anhand eines Trainings von Bein- und Bauchmuskulatur und einem Ausdauertraining, in dem man 30 bis 40 Minuten pro Woche, wenn das geht, sich bewegen sollte, am besten dreimal pro Woche, und indem man Stehtraining durchführt, also sich gegen eine Wand lehnt und steht, der Kreislauf trainiert wird. Einen Einschub muss ich hier machen. Es gibt Patienten mit myalgischer Enzephalomyelitis beziehungsweise dem sogenannten chronischen Fatigue-Syndrom. Bei denen ist es oft sehr schwierig, körperliche Aktivitäten durchzuführen und die müssen da ganz individuell an ihren Belastungsgrenzen arbeiten. Da hilft nicht viel Therapie oder viel Bewegung auch mehr, sondern führt oft sogar zu einer Verschlechterung. Das muss man bedenken. Dann kann man häufige kleine, über den Tag verteilte Mahlzeiten zu sich nehmen, besonders dann, wenn man merkt, dass man nach größeren Mahlzeiten Beschwerden hat oder auch nach Alkohol, dann verzichtet man beispielsweise auf Alkohol. Kompressionsstrumpfhosen Klasse 2, am besten immer bis zur Leiste, am besten Strumpfhosen oder eine abdominelle Leitbandage reduzieren auch den Verlust des Blutes und helfen vielen Patientinnen, besonders die auch so einen hypovolämischen Typ haben, also wo man merkt, da ist ein gewisser Flüssigkeitsverlust. Das muss man ausprobieren, aber die abdominelle Leitbandage hilft oft sehr gut und es gibt auch dazu eine aktuelle Studie, in der gezeigt worden ist, dass sich dadurch die Herzfrequenz verbessern kann, wenn man abdominell komprimiert, also um den Bauch herum. Die Grunderkrankung sollte selbstverständlich therapiert werden. Insbesondere bei den Mastzellaktivierungssyndromen sehen wir so oft, wenn dann mit Antihistaminika, also mit Medikamenten, therapiert wird, die gegen die Mastzellerkrankung wirken, dann gehen auch häufig die Tachykardien zurück. Bettruhe und Schonung sollte man meiden, weil Dekonditionierung, also nichts tun, das Ganze verschlechtert. Das Blutvolumen sollte erhöht werden, also eine Trinkmenge von 2 bis 3 Liter pro Tag, aber bitte auch nicht mehr. Langsames Aufstehen unter uns nach dem Sitzen und dem Liegen. Und was hier nicht aufgeführt ist, aber unbedingt aufgeführt werden sollte, ist die Salzzufuhr, also 8 bis 12 Gramm Natriumchlorid pro Tag. Das ist aus irgendeinem Grund untergegangen. Aber das ist ganz wichtig, weil eine erhöhte Salzzufuhr beim POTS, wenn man keine Nierenbeschwerden hat, ganz relevant ist, weil es häufig an Salz fehlt und die Patientinnen dann sehr gut profitieren. Hier nochmal Beispiele aus dem Übungsbogen und zur Verbesserung des Stehvermögens. Was wir selber zeigen konnten in einer Studie, die ein Doktorand von mir durchgeführt hat, da sind wir noch in der Auswertung, das ist eine vertiefte Bauchatmung mit 6 Atemzügen pro Minute, die Herzfrequenz im Stehen auf dem Kipptisch schon reduzieren kann. Was macht man damit? Man regt den Parasympathikus an, dadurch senkt wahrscheinlich reflektorisch auch die Herzfrequenz, denn bei dieser tiefen Bauchatmung ist der Parasympathikus maximal stimuliert und man kann es dann schaffen, in gewissen Fällen seine Herzfrequenz ein bisschen zu senken. Also es lohnt sich immer, ein Atemtraining mit einzubauen vor jedem Training und auch gemeinsam mit den Therapeuten vertiefte Bauchatmung zu üben. Und dann merkt man als Patient relativ schnell, auf einem das hilft oder nicht. Stehtraining ist sinnvoll, Training von Oberschenkelmuskulatur, Wadenmuskulatur, Bauchmuskulatur und wichtig dabei noch der Beginn im Liegen und mit kurzer Zeit sowie geringer Intensität, wenn man merkt, dass man unter Belastung sehr schnell Probleme bekommt und dann kann man das Ganze dann im Verlauf einfach langsam steigern. In schweren Fällen sind Medikamente zusätzlich möglich. Wichtig ist mir hier zu sagen, dass die Basistherapie das A und O ist. Das heißt, ohne Basistherapie wird nichts besser und durch Medikamente alleine nicht. Bei Medikamenten ist es so, dass es zwar Studien gibt, viele Fallserien sind, manche kleinere prospektive Studien, aber keine richtig großen Studien, die fehlen uns beim POTS. Aber trotzdem haben wir anhand der vielen letzten Jahre der Expertenmeinung weltweit und auch der Studien, die durchgeführt sind, einen relativ guten Überblick, welche Medikamente beim POTS helfen können. Man sollte generell immer in niedrigster Dosis starten
Und natürlich nur in ärztlicher Betreuung, auch bei den Beispielen, die ich hier nenne, da nicht selber versuchen, sondern wirklich mit den Kolleginnen sprechen, auch was Dosierung angeht und vor allem auch die Schwangerschaft, die man möglicherweise als junge Frau ja auch haben möchte. Denn da sollte man immer darauf achten, dass man da nicht die falschen Medikamente nimmt. Aber das sei mir wichtig hier gesagt. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten der Therapie. Einmal haben wir Medikamente, die das Blutvolumen erhöhen können, zum Beispiel das Fludrocortison oder das Desmopressin oder in sehr, sehr seltenen Fällen, also hier ist jetzt wirklich alles gerade aufgeführt, das Erythropoetin und auch die Gabe von Flüssigkeit, 2 Liter Natriumchlorid über mehrere Stunden, kann intermittierend helfen, wenn besonders im Sommer oder nach Infekten oder Operationen starke Beschwerden sind. Was aber deutlich häufiger und auch meist in der ersten Wahl eingesetzt wird und auch eingesetzt werden sollte, sind Beta-Blocker. Da haben wir zu nennen das Propranolol, was gerade in niedriger Dosis oft sehr gut wirkt und die Herzfrequenz bremst, aber auch andere Beta-Blocker wie das Carvedilol oder Labetalol. Wir haben das Pyridostigmin, das ist ein Medikament, was auch die Herzfrequenz bremst, was wir ja erinnern uns, den parasympathische Aktivität durch mehr Acetylcholin verbessern kann und dadurch auch die Herzfrequenz in der Theorie senken kann. Und wir haben das Ivabradin, was ganz selektiv am Herzen wirkt und die Herzfrequenz senkt. Bei den Beta-Blockern ist manchmal das Problem, dass zwar die Herzfrequenz sinkt, aber auch der Blutdruck, sodass Betroffene dann mehr Schwierigkeiten bekommen. Und da gilt halt immer, niedrigste Dosis probieren und schauen, was einem hilft. Und wenn Nebenwirkungen gibt, absetzen und ein neues Medikament ausprobieren. Dann haben wir Medikamente, die die Gefäße verengen können und besseren Haushalt der Flüssigkeiten auch führen können. Das ist das Midodrin, das Octreotid und Methylphenidat, wobei das Midodrin häufig eingesetzt wird, die anderen Medikamente deutlich weniger. Und dann gibt es noch andere Medikamente, die hier auch aufgeführt sind. Aber für die Praxis hat sich gezeigt, dass oft eine Kombination aus einem Beta-Blocker oder Ivabradin, gegebenenfalls mit niedriger Dosis Midodrin oder auch Astonin H, als Kombination gewählt werden kann. Und was wir häufig auch einsetzen, ist das Pyridostigmin, insbesondere bei Patientinnen, die neben den Kreislaufbeschwerden auch noch Verstopfung oder Blasenentleerungsstörung haben, weil es da auch positiv wirkt. Bei manchen Patienten, die besonders auch mit hohem Blutdruck zu tun haben, hilft auch Clonidin oder Methyldopa. Wie ist die Prognose beim POTS? Wie entwickelt sich POTS bei Jugendlichen nach Diagnose und Therapie? Das wurde mal von einer Arbeitsgruppe untersucht und ist hier aufgeführt. Man sieht, die Prognose ist sehr unterschiedlich. Ungefähr 40% scheinen sich zu verbessern. 10% sind unverändert und 44% in der einen Befragung, die es gegeben hat, haben sich auch verschlechtert. Und das ist auch das, was ich in der Ambulanz sehe. Der Verlauf kann nicht gut vorhergesagt werden. Also man kann nicht vorher wissen, wie es ausgeht. Man sollte aber immer davon ausgehen, dass es eine gute Therapiemöglichkeit gibt, dass man lernen kann, mit POTS zu leben, das in den Alltag integriert und es immer wieder Patienten gibt, die auch irgendwann gar keine Beschwerden mehr haben. Manche Patienten, die immer mal wieder gute und schlechte Phasen haben und selten Patienten, bei denen es immer schlechter wird. Und das wären auch so Fälle, wo man dann gucken sollte, was gibt es denn noch für andere Therapiemöglichkeiten und Ursachen, wenn sich ein Patient ständig verschlechtert, beispielsweise auch im Hinblick auf Immuntherapien. Zusammenfassend können wir also sagen, POTS hat viele Gesichter und Ursachen, weil es ist eine Erkrankung des autonomen Nervensystems, es sind viele Faktoren beteiligt. Diagnosestellung erfolgt anhand von einer guten Orthostase-Anamnese, einem standardisierten Stehtest und einer guten Differenzierung zu anderen Erkrankungen und Syndromen der orthostatischen Intoleranz oder auch Unmacht. Wir sollten immer schauen, dass wir Herzerkrankungen und behandelbare Ursachen ausschließen mittels EKG, Langzeit-EKG, gegebenenfalls Herzultraschall und Laboruntersuchungen, dass die Erkrankungen, die man kennt, behandelt werden im Rahmen der hausärztlichen, internistischen Behandlung oder auch der neurologischen, je nach Ursache, dass die Basistherapie immer symptomatisch ist und auch bleibt mittels Volumen, Salz, Kompressionstherapie und Training und dass die Medikation ergänzend gegeben werden kann, wenn die Basistherapie nicht reicht. Da gilt aber, alle Medikamente sind off-label, also es gibt keine zugelassen, aber trotzdem Medikamente, die gut helfen. Die Medikation ist individuell, also wenn ein Medikament nicht hilft, sollte man nicht verzweifeln, sondern ein anderes gemeinsam mit seinem Arzt probieren. Dabei gilt die Regel, start slow und go slow, also niedrige Dosis,
langsam steigern und immer auch auf Nebenwirkungen achten. Und oft reicht die niedrigste Dosis vielleicht auch noch in Kombination mit einem anderen Medikament in niedrigster Dosis. Wichtig ist bei ME/CFS, was ja auch jetzt im Rahmen von Covid-Pandemie immer mehr in den Medien ist und auch mehr Patienten über Erschöpfung klagen, da ist besonders die sogenannte Post-Exertional Malaise, also die Erschöpfung nach Belastung, ein großes Problem für die Betroffenen, ist aber auch eine Herausforderung in der Therapie, weil das körperliche Training gar nicht so durchgeführt werden kann, wie es sollte. Und da muss man dann auch darauf achten und den Patienten nicht überfordern. Hier sind noch viele Literaturquellen, wo auch Kolleginnen und Ärzte gerne einmal nachlesen können. Und hier ist einmal dargestellt unser Team in der ANS-Ambulanz und MCDB. Wir sind eine Einheit dort vor Ort. Und ich möchte ganz besonders auch noch darauf hinweisen, auf den sogenannten Ratgeber Ehlers-Danlos-Syndrome, wo auch die autonomen Neuropathien nochmal gut beschrieben sind und das ein guter Leitfaden ist für Betroffene mit dem Ehlers-Danlos-Syndrom, was nämlich gar nicht so selten ist, wie das häufig vermutet wird. Und damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Thank you.